Oh, geil gemacht, jetzt schön in 2D. Okay. Oh, das ist mies. Ich hab die Taste gehalten. Ich hab die Taste gehalten, Freunde. So kann ich nicht essen. Schade. Oh, hier scheint es keine Secret zu geben. Nicht wirklich, jedenfalls. Ah, der geht hoch. Okay. Okay. Kann sie sich eigentlich auch porten? Nein. Teleportieren kann sie sich nicht. Gut. Wissen wir das auch schon. Wo führst du hin? Bitte sag mir jetzt nicht, dass das aus Versehen der richtige Weg war. Ah. Ein Pfirsich. Puh, das war knapp. Wunderbar. Warte mal, wenn wir in die andere Richtung können? Nee, können wir nicht. Schade. Oder vielleicht doch? Nein. Man kann es ja mal versuchen. Mit der kann ich nicht interagieren. Bringst du mich hin? Ah. Aber halt. Was ist hier hinter noch? Ja, super. Ah. Das war gemein. Das war gemein. Das war echt gemein. Ach du Heiliger. Ich will mal sehen, was diese anderen Nebenarme so haben. Gar nichts. Ah, der eine Nebenarm da nämlich gerade, der hat nämlich einen Pfirsich, den würde ich ganz gerne mitnehmen. Oh. Genau, ich stelle mich einfach mal drauf. Kann man auch mal machen. So, und jetzt müssen wir auf den Ast warten. Anscheinend. Wir schweben auf einem kreisenden Ast. Besser auf einen kreisenden auf einen als auf einem absteigenden, wa? Oh Gott. Ich weiß, meine Witze waren auch schon besser. Ja. Einmal eine Kette ziehen, bitte. Sehr schön. Die Firma dankt. Ich frage mich nur, für was die Pfirsiche stehen sollen. Ich meine, ja, es sind Früchte, ja, das weiß ich auch. Aber ob die jetzt irgendwie für irgendwas Bestimmtes stehen? Ich habe keine Ahnung. C zum Verlassen.
Dann sind wir durch mit dem Gemälde oder was? Ja, wir sind durch mit dem Gemälde. Geil. Das ging ja recht gut von der Kante, wa? Nicht schlecht, Herr Specht und Frau Specht. Gut, wir werden noch ein bisschen weitermachen. Danach ist dann auch Feierabend. Nur Narren glauben, dass Leiden der Lohn fürs Anderssein ist. Ah ja, mit den Kanjis, die für Feuer stehen. Ich erinnere mich. Und ich höre eine Schnauze. Eine Schnauze, die wahrscheinlich getarnt ist, richtig? Ah, ich sehe auch warum. Die ist übrigens nicht getarnt. Die ist sogar recht offensichtlich. Coole Sache, das. Also ich muss echt sagen, Alice macht immer noch viel, viel, viel Spaß. Muss ich echt sagen. Also richtig geiles Spiel. Da kann man echt, echt nichts gegen sagen. Nur eben halt, das Einzige, was ich bemängeln muss, ist die Bugempfindlichkeit. Also das ist gerne mal so ein bisschen eine umhakt. Pflichtbewusste, ehrbare Tochter würde ihrer Familie ein Denkmal in Marmor setzen. Ich kenne da einen begnadeten Bildhauer, mit dem sich etwas aushandeln ließe. Mhm, ist klar. Du willst ja noch selber ein Denkmal setzen. Da sieht man auch die, übrigens die Vase, die wir, glaube ich, bei ihm im Haus gesehen hatten. Genau, und jetzt fängt... Ich glaube, die Rollen mit... Also die Kanjis mit Feuer, die für Feuer stehen, ich glaube, die machen auch Schaden. Deswegen sollten wir die möglichst meiden. So. Och nö. Samurai-Wespe, Bogenschütze. Ja, auch die Samurais hatten Bogenschützen. Grandios abgekackt, würde ich mal sagen. Kein Secret hier in der Nähe. Ich frage mich nur, was ist das mit dem Wespen, mit den Pfirsichen auf sich hat. Komm ich auf Wespen, sag mal. Und noch eine Wespe. Oh. Das Ding ballert aus allen Rohren. Das finde ich total geil. Man sieht nur noch, wie sie so abschmiert. Finde ich gut. War das jetzt eine Erinnerung? Nee, das ist ein Haken, den man ziehen muss. Okay. Aber wie ziehe ich daran? Ah! Frage hat sich beantwortet. Okay. Warum ist ausgerechnet da jetzt eine Treppe aufgetaucht? Ach, damit ich zurückkomme oder was? Okay. Wäre ja lustig, wenn man da reinspringen könnte. Es würde nur keinen Sinn machen. Secrets gibt es hier keine, leider. Und da kommt jetzt die zweite Passage, die sogar noch schneller ist als die erste. So. Keine weiteren Secrets, nur das eine am Anfang. Richtig? Richtig, sieht ganz so aus. Gut, dann gehen wir mal weiter. Kein Speicherpunkt, das heißt, wir machen noch ein bisschen weiter. So lange, bis der nächste Speicherpunkt kommt. Wie gesagt. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Autsch. Hab ich genau gehört. Oh, alte Mistsau. Sehr schön, Leben ist wieder voll. Nichts.
Und ein paar Zähne, okay. Alter, was ist denn hier los? Alles geheime Plattform hier. Die reißen sich alle auseinander. Was ist denn da los? Uiuiuiui. Die Zähne nehmen wir natürlich nach Möglichkeit mit. Ist ja klar. Schnauze höre ich nicht. Gehen wir mal hier rein. Oh. Die war schnell erledigt. Ah, eine Flasche. Ich hab dich genau gesehen. Ehrlich gesagt stört es mich noch nicht mal, dass es jetzt so ein bisschen weitergeht. Ich spiele das Spiel echt gerne, muss ich echt sagen. Also gehen die Platten jetzt ein bisschen schneller als vorher oder wie sehe ich das jetzt? Okay, lauf alles. Perfekt. Ich finde das einfach richtig geil gemacht. Da kann man echt nichts anderes sagen zu. Oh. Hier scheint es einen Gegner zu geben, weiteren. Und ein Speicherpunkt. Tintenwespe. Den Kampf machen wir aber... Oh, das ist gemein. Das ist gemein. Die funktionieren also genauso wie die Schraubellen. Die haften sich an dir fest und dann bleiben sie auch an dir kleben. Aber man kann sie gut abballern, das ist gut. Ach, ich muss den Stein zerstören. Deswegen kommen die Mistviecher auch andauernd, oder was? So. Au. Da ist noch so ein Stein. Und tschüss. Da ist noch einer. Wie viele Steine es hier gibt, Wahnsinn. Ich kann nicht springen. Jetzt kann ich springen. Okay, das war's. Und noch ein Speicherpunkt. Sehr schön. Ich würde auch sagen, an dieser Stelle machen wir Feierabend. Ich sammle nochmal die Zähne ein, aber es bringt sowieso eigentlich nichts. Liebe Leute, ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und wenn dem so der Fall ist, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Alice Madness Returns. Wir gehen nochmal gemeinsam zurück ins Hauptmenü. Wir sind jetzt im dritten Kapitel. Puh. Geht's hier richtig zur Sache mittlerweile? Doch, muss man so sagen. Schauen wir uns das mal an. Wir haben 44%, also fast die Hälfte des Spiels geholt. Nicht schlecht. Wir haben zwei Kapitel abgeschlossen. Wir haben alle Waffen. Ne? Wir haben 49 von 94 Erinnerungen, 34 von 59 Schnauzen, 41 von 83 Flaschen und 5 von 16 Radularräume. Jo. Dann wunderbar, Leute. Dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wenn ihr mir jetzt gucken werdet. Und ich sage nun einfach, euer Viper-Fan sagt ciao. Nein, euer Lars sagt ciao. Es ist schwierig. Ich muss mich erst noch dran gewöhnen. Ich krieg das noch hin. Ich sage nun auf jeden Fall auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen.